Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Südhermann Version 10 mit dem Ansgar und dem Randy. Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Südhermann. Guten Tag. Guten Tag. So, wo war der Misthaufen nochmal? Oh. Da, wo es stinkt. Okay. Ah, aber derbe. Mahlzeit an denjenigen, der da gerade seine Pepsi geöffnet hat. Das war eine originale Cola, höre ich schon am Tisch. Ich wollte gerade sagen, es war wirklich eine originale. Echt? Ja. Okay. Das Pepsi ist viel mehr Kohlensäure drin. Ja, das stimmt, das prickelt viel mehr. Das prickelt und hält frisch. Ja, ich bin kein Cola-Fan, muss ich sagen. Ich kann damit irgendwie, ich weiß ich nicht. Ich habe auch noch 7-Up da. Ah, 7-Up auch. Weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist eine Zitronenlimonade. Ah, okay. Wusste ich auch nicht, hatte ich noch nie gesoffen, aber Lieferdienst hatte nichts anderes. Dann habe ich mir gedacht, ach, nimmst du es halt einfach mal und dann kann man wie immer 7-Up. Ich denke mir, okay. Why not? Sagt man nicht nein, ne? Ja. Zitronenlimö kenne ich jetzt eigentlich nur hier Bad Brambacher in See, aber... Ich kenne nur Breitsamer. Ja, Breitsamer ist eher ein schlechter Marketing-Gag, aber... ich weiß nicht, ich trinke nur Kaffee und Wasser. Hört sich auch nach einer sehr ausgeglichenen Wasserhaushaltsernährung an. Wieso? Ja, Kaffee pusht den Körper und Wasser balanciert ihn dann wieder aus. Ja, das stimmt. Aber ich habe nie so Limonade oder sowas. Leider. Obwohl ich Limonade auch gern mag, aber irgendwie weiß ich nicht. Wie bist du zu Apfelsaft? Ja, Apfelsaft... Früher, als ich zu Hause gewohnt habe, habe ich das natürlich immer sehr gern getrunken. Da gab es das aber auch immer. Und seitdem ich alleine wohne... Auf das nicht mehr. Wasser ist billiger. Ja, nicht nur das, sondern auch das der Transport. Ich weiß nicht, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Dann nehme ich lieber dann irgendwie Wasser und dann reicht mir das. Ach, ich brauche das. Du wie Montana Black und kaufst dir Wasser bei Amazon in Dosen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber okay. Das ist meine Überlegung wert, tatsächlich. Wasser in Dosen. Das ist immer noch so absurd. So, du hast hier gerade dein Dings, ne? Was denn? Ja. Ich muss mir jetzt hier mal den nehmen, um damit zu schaufeln. Ja, mach das mal. An der Gabel könnte noch ein bisschen blaue Farbe sein, aber egal. Was machst du eigentlich damit? Was denn? Lagerst du die ordentlich ein? Ich habe jetzt so ein Trailer-Pack gesehen, das wollte ich auch noch vorschlagen fürs Projekt. Das so Krone-Trailer-Edit. Mhm. Ja, nee, gut, dann nicht. Und es gibt so ein Actros. Das war jetzt keine Absage, das war einfach nur, sowas gibt's. Okay. Trailerback ist halt sehr allgemein gehalten. Was kann das Trailerback deswegen? Nix, aber man kann dann halt zum Beispiel... Immer gleich negativ sein, ja. Nee. Dann kann man halt zum Beispiel die Ballen da draufladen, wenn man die irgendwo anders braucht oder keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber ich fand, das sah einfach optisch ganz gut aus. Also, ich weiß nicht, inwieweit das dann Sinn ergibt. Aber ich habe noch was gesehen, und zwar, dass es diesen Actros jetzt gibt, diesen neuen. Hat den schon mal jemand ausprobiert? Ich weiß leider nicht, wo es den gibt. Ich habe nur Bilder auf Facebook gesehen. Zugmaschine oder Kipper oder was war das? Ja, nee, Zugmaschine. Nee, weiß ich jetzt nicht vorher. Vielleicht gibt's den auch noch gar nicht und das ist irgendwie ein Mod, der immer nur... Entschuldigung. Der nur irgendwo immer präsentiert wurde per Bild, aber... Ja. Ich dachte, den gäb's schon. Weiß ich nicht. Ich guck aber mal. Aber lässt sich alles rausfinden. Ja, ich hab auf Mod-Hoster geguckt, da gab's den nicht. Wo ist denn unsere Schaufel? Wo habe ich die hingestellt? Warte. Das ist meine Frage. Warte mal, lass mich gucken hier. Ich glaube, hier steht sie. Nö. Doch, hier drinnen, wo der 2-Achs-Akkuliner und das große Fortuna-Fass steht. Moment, ich komme. Du musst mehr Wasser trinken. Ach, wer hat denn hier den Eingang zugestellt? Der ist nie offen gewesen. Mann, da will man einmal hier den vernünftigen Eingang nutzen und geht natürlich nicht. Ach, ja. Oh, sorry.
Ich weiß nicht, was gerade los ist. Frosch im Hals oder was? Nee. Irgendwie. Der Ansgar wird krank. Oh oh. Darf ich jetzt nicht. Da hätte ich mir einen besseren Zeitpunkt für aussuchen müssen. Frag dich nicht, ob du jetzt gerade Zeit hast dafür, weißt du? Doch, bis jetzt wurde ich immer krank, wenn es mir auch passte. Also, was heißt, wenn es mir passte? Aber wenn ich dann wieder ein bisschen Zeit hatte. Das letzte Mal war ich, glaube ich, ja, Anfang des Jahres war ich einmal kurz krank. Muss ich mich mal ein bisschen hinlegen, das war aber auch nur ein, zwei Tage. Aber da hatte ich auch ein bisschen Zeit dann. Hast du sie gefunden, die Schaufel? Nee. Wenn du jetzt 90 Grad links guckst. Links, ja? Ah, ja, okay. Da zwei Anhänger in. Hm? Nee, nein, das ist der falsche. Nochmal, Spur links. Genau die Halle daneben. Ach, da war ich sogar schon mal drin. Ja, da habe ich sie reingepackt, die Schaufel. Okay. Gut, vielen Dank. Bitteschön. Ja, es steht noch ein Quiz aus, ne? Ach ja. Randy. Kannst du uns testen? Ja, und wenn du wieder genug Luft kriegst. Naja, ich krieg jetzt wieder Luft. Das ist sehr schön. So, weil GPS regelt, meine Herren. Ja, komm, Wisch. Danke. Bitte. 88% Akku. So, und zwar auf testedich.de, Fantests, YouTube, German Let's Play. Ich weiß nicht, warum das in der Kategorie drin ist. Also German Let's Player, alles klar. Ja, wie gut kennst du Sachsen Let's Player? 4 Sterne, 10 Fragen, erstellt von GameStalker LP, entwickelt am 22. April 2015. 3204 Mal abgerufen. 3200. Ja. 3200, ja. Okay, alles klar. Jetzt mache ich einen Ansgar und sage, ich muss mal kurz wenden. Sowas kann ich ja gar nicht leiden, ne? Ja, ja, weißt du. Riecht das Kotzen bei sowas. Das könnte dir vielleicht sogar helfen bei deiner Stimme aktuell. So, Frage 1 von 10. In welchem Jahr war der Sachsen Let's Player geboren? 1999, 1993, 95, 94, 90. Boah, das ist ja richtig kompliziert. Oh, da müssen wir jetzt richtig aus. Also, nochmal. 99, 93, 95, 94, 90. Glaube ich, komme nicht hinterher. Also 99 ist es 93, auf jeden Fall nicht. 93, 95, 94, 90. 93 würde ich sagen, glaube ich. Du bist nämlich. Ja, bist du. 93. Oder 90. Aber eigentlich. Ich wanke auch zwischen den zwei. Also, wenn er 90 geboren wäre, dann wäre er ja praktisch nur ein Jahr jünger wie ich. Das. Weil. Kann durchaus möglich sein. Kann. Ja, möglich sein. Ja. Da aber der Randy mich immer als alter Sack bezeichnet, glaube ich, er ist es 93. Ja, ich würde auch eher zu 93 tendieren, weil ich bin ja 97 geboren und du bist. Warte mal, ich habe eine Frage dazu, Randy. Ja, bitte. Ist die richtige Antwort schon gefallen? Die richtige Antwort ist sogar schon gefallen, ja. Okay, gut. Weil vielleicht ist er auch 91 geboren und ist gar nicht bei, weißt du? Mhm. Ich sag 93. Möchten Sie das einloggen? Ich möchte das einloggen. Ja, das wunderbar. Nächste Frage. Also bin ich mal gespannt. Ein bisschen peinlich, wenn wir es dann irgendwie, aber egal. So. So, zweitens. Welches Spiel hat er auf seinen ersten. Welches Spiel hat er auf seinen ersten Kanal zuerst gespielt? Danke, Werbung. Bus Simulator 2012, Train Simulator 2012, Euro Truck Simulator 2012, Landwirtschaftssimulator 2011. Also du hast relativ früh diesen Bus Simulator München gespielt, aber der kam nach dem Bus Simulator 2012 raus. Du hast ja mal erzählt, dass du ganz viel LS gespielt hast. Aber das war 13, glaube ich. Mhm. Die Frage bezieht sich auf welches Spiel hat er auf seinen ersten Kanal zuerst gespielt. Ist das, ja, ist das Spiel überhaupt dabei? Ja. Okay. Kannst du nochmal sagen? Also Euro Truck LS? Nee, also Euro Truck LS 11, Train Simulator 12 und Bus Simulator 12. Ich glaube, ich logge ein Train Simulator. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil den Train Simulator gibt es schon ewig, glaube ich. LS11 hat er, glaube ich, nicht so viel gespielt.
Und wenn, dann hat das, glaube ich, nicht für YouTube. Ich glaube, es ist Train Simulator. Also Euro Truck glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass es Bus-Simulator ist. Sie müssen sich auf eine Antwort einigen, zwei kann ich ja einloggen. Ja komm, dann machen wir diesen Train Simulator. Vielleicht hat er ja recht. Nächste Frage. So, einmal bitte wenden. Hierhin bitte. Rüber, 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 rüber. GPS. Danke, danke all die Werbung. So, Frage 3. In welchem Jahr wurde der Kanal Sachsen Let's Player auf YouTube gegründet? 2013, 2011, 2009, 2012, 2010. Alle Antworten sind richtig in dem Sinne, ne? Also ist... Dann muss es die richtige früheste Antwort sein. Ist dabei. Das früheste. 2009? Ja, wenn alle Antworten richtig sind, muss es die erste, also die früheste. Achso, nein, also ist jetzt keine, also was heißt, ist, also die richtige Antwort ist mit dabei, sagen wir es mal so. Ja, okay. Aber sag nochmal, 2009, 2013? Also, ja, 2013, 2011, 2009, 2012, 2010. Ich denke 2009. Gibt's noch irgendwas, was war nach 2009? 2009, ja, danach kommt 2010, 2011, 2012 und 2013. Boah, ist eine schwierige Frage. Das ist aber Randy, echt gut, das Quiz. Randy sagt immer, er möchte YouTube mindestens 10 Jahre machen. Mhm. Und er hat und letztens gesagt, 7 Jahre macht er den Scheiß jetzt schon. Ja, irgendwie so war das. Dann wären es ja doch erst 2010, ne? Ja, eben. Fällt mir gerade mal so ein, ja. Oder, Randy, hast du auch letztens gesagt, oder? Also ich habe gesagt, wie viele Jahre ich mache. Ob die Zahl jetzt richtig war, die du gerade gesagt hast, das sage ich dir jetzt natürlich nicht. Mhm. Haben wir schon gedacht. Aus. Sie hat mich etwas überrascht. Sagen wir es mal so. Dann war sie wohl nicht die richtige. Könnte jetzt so, aber ich würde... Es ist 2010. Also ich habe mit YouTube auch 2009 angefangen, beziehungsweise in 2010. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im gleichen Jahr angefangen haben. Ich glaube, du warst länger dabei, hast du mal gesagt. Ich nehme 2009. Und was spielen wir eigentlich? Weil ich einen Ende-Druck. Okay. Nee, das ist zu langweilig. Wir spielen... Ja, warte mal. Wir müssen jetzt mal Regeln festlegen. Erstens, wie spielen wir gerade gegeneinander? Das ist die Frage. Ja. Das ist halt so ein bisschen... Werner und ich, wir sind jetzt im Team. Das heißt... Deswegen. Randy kann man nicht spielen, wenn es um ihn geht. Ja, das stimmt. Also eigentlich müssten wir gegeneinander spielen. Eigentlich müsste man zwei Tablets oder zwei Handys und sowas haben und dann andere Antworten geben, weil wir sind ja nicht immer einer Meinung. Weißt du was? Was denn? Ruf das mal gerade auf. Sachsen Let's Player Quiz. Ich hätte eine Strafe tatsächlich. Ja? Ein Spiel, was andere dir oder vorschlägt, eine Folge 20 Minuten lang, egal welches Spiel dir andere gibt. Ah nee, das können wir nicht machen. Da habe ich ein schönes Spiel für dich. So Call of Duty oder sowas kann ich da nicht zeigen. Nein, Simulationsszene. Ach so, Simulationsmäßig. Nur Simulation. Okay. Ja gut, das können wir machen. Aber shit, da muss ich mich ja richtig anstrengen. Ja, es soll auch um was gehen, weißt du? Wie lang ist die Folge eigentlich schon? Naja, wir haben jetzt schon 13 Minuten, also wenn er das so macht, dann müssten wir dann nächste Folge halt nochmal von vorne anfangen. Ja. Da sind wir auch besser vorbereitet. Okay, da kann ich nochmal schnell googeln, warte. Ach, du hast dann auch das offen direkt? Kann okay. Ich machen, ja. Ja, gut, dann machen wir das so. Aber hast du nicht letztens gesagt, 7 Jahre machst du den Scheiß schon? War das nicht der Wortlaut? Ja, mir wird mal wieder nicht zugehört. Warte mal, wir machen es anders. Randy, weißt du, ob die ganzen Antworten stimmen, die da gegeben? Es gibt eine Frage, die ist, da wurde die richtige Antwort falsch adaptiert. Also die richtige Antwort ist mit dabei, aber es wurde die falsche Antwort als richtig eingestuft. Ja, das kannst du ja dann sagen, wenn wir auswerten. Richtig. Also, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auch auf morgen. Ich bin auch ein bisschen gespannt. Hast du nicht 7 Jahre gesagt? Ich hab das, man merkt sich ja nicht jedes Wort, ne? Und die Zahl habe ich mir offenbar nicht gut gemerkt. Aber ich hätte jetzt, wenn du das nicht so in Zweifel gezogen hättest, hätte ich jetzt tatsächlich drauf gewettet, dass du 7 Jahre gesagt hast. Ich bin auch der Meinung, dass er irgendwann gesagt hat, das verflickte 7. Jahr oder irgend sowas. Ja. Keine Ahnung.
Irgendwas habe ich da im Kopf. Komische Werbergedanken habt ihr. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Verwirrung. Du nur verwirren, ja. Genau, wir sind fertig für den Part. Wir sind fertig, dann gut. Liebe Leute, wir danken fürs Zuschauen. Gerne bei den anderen zwei Kollegen vorbeischauen, in der Videobeschreibung verlinkt. Morgen sehen wir uns, wenn ihr möchtet, wieder zum Duell. Duell, ja. Duell. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.